Herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit dem unglaublichen Spiel Enderal Special Edition. Ich befinde mich hier in einem Sternenschiff. Weiterhin bin ich also gelaufen. Durch Umwege bin ich jetzt hier in den Maschinenraum gelandet. Ein riesiger Raum dort gewesen. Und jetzt hier hindurch habe ich einen Weg gefunden. Einen Weg zum Generatorraum. Und ich glaube, hier befindet sich unser Ziel irgendwo. Ich habe also nicht den direkten Weg genommen am Anfang. Ich hätte anders hier hingelangen können. So viel habe ich erstmal verstanden. Und das sieht doch ungesund aus. Ich speichere lieber. Also dieser Centurion ist bestimmt ein Ding für sich. Zum Glück. Ja, der Mechanist. Also ein Centurio mit einem Namen. Ich nehme vielleicht lieber den anderen Bogen. Der macht mehr Schaden. Ich habe plus natürlich erhöhten Schaden durch meinen Ring, 8%. Und ich habe Stellungspfeile. Die machen ja noch ein bisschen was aus, was den Schaden angeht. Man sieht, der Mechanist ist tot. Also wirklich, die kleinen Bosse sind... Gott, was sind das denn für Todeszuckungen? Also man sieht, die kleinen Bosse sind wirklich einfach zu töten. Wow, der hat ja schon wieder schwere Rüstung für einen Krieger. Hier auch schwere Rüstung für einen Magier. Gefüllter, mächtiger Sinnstein. Schlüssel des Agnot-Mechanisten. Das Set-Gegenstände muss ich irgendwie mitnehmen. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Ja, perfekt. Und das war's? Mehr hat er nicht? Ja, gut. Wow, verursacht 11 Punkte Frostschaden. Der ist auch gut. Nehmen wir auch mit, oder? Ja, perfekt. Mehr nichts. So, aber Moment. Ah ja. Wahrscheinlich hinter dieser Tür ist dann unser Questgegenstand. Wie gesagt, wir suchen ja Generator. Aha. Ach, ich soll da unsere Freundin treffen. Will sie mir etwa sagen, dass sie alleine dahin gekommen ist? Meister. Nicht schlimm. Ich habe einen richtig geilen Ring dafür. Und zwar mächtigen Gauners speichern. Und aha, ich hatte den Schlüssel, jetzt verstehe ich das. Dann wechseln wir wieder mal unseren Ring. Ah, und zwar Bogen, ja genau, Präzision. So, aber jetzt? Aha. Okay, das ist jetzt... Ah, ich verstehe, glaube ich, was Sache ist. Sie ist, glaube ich, irgendwo über uns. Das heißt... Ja. Ich bin jetzt doch falsch gelaufen, natürlich. Man hier... Aha! Ach, das ist eine Art Fahrstuhl. Das heißt, ich komme jetzt doch nach oben, oder? Eins. Zwei. Nein, 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 nicht nach unten. Oder doch? Soll ich doch nach unten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das kann nicht gut sein. Ach stimmt, nach oben geht es tatsächlich auch nicht. Aber wieso? Das kann doch nicht richtig sein. Ach, da ist Tatsache, das ist richtig. Wie komme ich aber da jetzt nach unten? Ich muss einen Weg nach unten finden, ohne dabei zu verrecken. Wartet sie da auf uns oder was? Ich sehe das leider nicht von hier. So, hiermit wird dieses Tor geöffnet, wa?
Ja. Na, das ist also dieses Tor ist, nehme ich mal an, auch der einzige Weg nach unten. Oder das andere Tor da. Auf der anderen Seite. Sonst kann ich mir nichts vorstellen. Na gut, an denen kann ich einfach vorbeilaufen. Die haben mich sogar entdeckt. Mann, Leute. Geht weg. Kein Bock jetzt auf euch. Ich wollte nur einmal hier mich drum ein bisschen umschauen. Okay, also nur die andere Tür da, die ich geöffnet habe, die führt anscheinend nach unten. Ich war halt neugierig, deswegen die unnötige Runde gelaufen. Tor öffnen. Was? Hier nichts. Ja, Tatsache, sie wartet auf uns, aber was? Wozu denn dieses unnötige Tor? Ah, einmal. Ja. Wieder ein Fahrstuhl. Oh Gott, wir sind tatsächlich angekommen. So, okay, Bogen weg. Jetzt wieder schön unbeeindruckt aussehen von der ganzen Sache. Also, speichern. Na endlich, ihr habt euch ja wirklich Zeit gelassen. Ja, Rein? Patera. Der Energiekern ist wie vermutet noch intakt, aber wir müssen etwas tricksen, um an ihn ranzukommen. Gut, wie legen wir den Kern frei? Hattet ihr nicht gesagt, ihr wolltet die Verteidigung deaktivieren? Auf mich hat sie einen ziemlich aktiven Eindruck gemacht. Dieses Ding ist ja kolossal. Ach so, gemeint ist natürlich dieses Schiff. Irgendeine Idee, warum genau es abgestürzt ist? Naja, da kann ich auch nur mutmaßen, aber so genial wie Sterlingstechnologie sein kann, so komplex ist sie auch und dadurch eben fehleranfällig. Man erzählt sich, dass an Arknaut eine ganze Generation gearbeitet hat und dann zack, ein falsch platziertes Zahnrad im Getriebe und all die Arbeit war dahin. Unfassbar. Vermutlich gab es deshalb auch nie wieder etwas Vergleichbares. Ihr müsst euch das vorstellen. Dieser Sternenschiff ist abgestürzt und es gab dann eine riesen Lawine in den Bergen. Also ziemlich krass. Dann, warum habt ihr denn die Mechanismen nicht Ich habe ausgeschaltet? gesagt, ich sehe, was ich tun kann, und das habe ich. Die Fallen konnte ich fast alle deaktivieren, sonst wärt Ach ihr Gott. vermutlich jetzt nicht hier. Was die Centurios angeht, da kann ich nichts machen. Nicht nur Centurios, aber okay. Gut, wie legen wir den Kern frei? Das ist ganz einfach. Naja, wenn man weiß, was man tut. Wir müssen die Energietransporter wieder aktivieren und dadurch die Energie abführen, die den Kern umgibt. Wenn wir das nicht tun, verarbeitet uns das Teil schneller zu Röstbraten, als wir bis drei zählen können. Also, es läuft folgendermaßen. Ihr öffnet die Ventile und ich kontrolliere den Abfluss der Energie. Es sind insgesamt vier Stück. Öffnet sie Kein alle. Problem. Kein Problem. Was ist? Öffnet die Ventile. Ich sehe derweil zu, dass uns der Gletscher nicht um die Ohren fliegt. Kein Problem. Oh Gott, da ist ja sogar. Na gut, da ist ja die Energiequelle wahrscheinlich. Ich will nur ganz kurz schauen, was ist da unten? Oh Gott. Nichts für Leute mit Höhenangst. Eins von vier. Das können wir. Zwei von vier. So, Mädel, du hast ein geiles Buch liegen. Drei von vier. Ah, ich will nur kurz schauen vom Nahen, was das da ist. Darf ich es anfassen überhaupt? Bestimmt nicht, oder? Oh, es passiert nichts, okay. Man muss es ja ausprobieren. So. Und vier von vier. Ja, sehr gut, das war's. Der Druck sinkt. Nehmt jetzt den Kern. Ach, den Kern da. Ja. Ich mache nichts. Das war jetzt wirklich Fremdsteuerung. Ich habe nichts damit zu tun gehabt. Irgendwas ist passiert. Aua, Irgendwas. das hat wehgetan, was? Tut mir leid, das ist nichts Persönliches, aber ich habe gesehen, wie ihr kämpfen könnt. Und bei dem, was ich vorhabe, kann ich keine zusätzlichen Risiken gebrauchen. Mädel. Ich kann diesem alten Idioten unmöglich die Maschine überlassen. Sie
ist ein Meisterwerk. Wahrscheinlich die größte Errungenschaft der Sterlinge seit dem Bau dieses Schiffes hier. Und was macht er? Er nennt sie Horst und behandelt sie wie ein Haustier. Warum müssen Genies immer gleichzeitig so durchgeknallt sein? Galtero ist ein begnadeter Tüftler, aber er versteht nicht mal ansatzweise, welches Potenzial in dieser Apotheose steckt. Er sieht die Maschine als bessere Krücke, mit der er seinen Lebensabend herauszögern kann. Das ist einfach erbärmlich. Unsterblichkeit. Stellt euch vor, was man damit in den richtigen Händen erreichen könnte. Ich werde mein Volk, die Sterlinge, wieder zu alter Größe führen. Es ist für das höhere Gut. Verzeiht mir. Ah, mein Gott, Mädel, was machst du denn? Warum hast du mich verraten? Und sie lässt mich hier quasi zurück. Sie lässt mich zurück und denkt wahrscheinlich, dass ich hier sterben werde. Enderal, wieder eine Überraschung parat. Es ist einfach unfassbar. Der Gletscher schmilzt, ich muss hier raus. Ja, ist eine gute Idee, hier rauszugehen, aber wie? Wie soll ich hier raus? Ich habe, glaube ich, nicht mal Wasseratmungstränke dabei oder irgendwas, was mir helfen kann. Ah, ich schau mal auf die Karte. Wo soll ich denn überhaupt hin? Da, irgendwo ist ein Ausgang. Irgendwo hier. Oh mein Gott. Das werde ich doch nicht schaffen. Also Tränke. Schlecht. Sehr, sehr, sehr schlecht. Ich glaube, hier werde ich ein paar Mal sterben müssen. Wir machen so. Uiuiuiui. Es wird immer tiefer und tiefer. Irgendwo da, irgendwo hier, ist ein Eingang. Muss ich nur suchen. Keine Ahnung, wo der ist. Je länger ich warte, desto schlimmer für mich, glaube ich. Ist denn der? Ach, der ist ja schon wieder oben, oder was? Ja. Ich glaube, das war's. Ah, oder ich warte einfach, bis das Wasser hoch genug ist, dass ich hier raus kann. Das kann natürlich auch sein. Das ist wirklich fies. Von dem Spiel, muss ich sagen, ne? Gut, gleich kann ich hier raus. Alles im grünen Bereich. Ja. Noch ein bisschen höher. Komm, 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 komm. Ja. So, und jetzt hopp. Wie war das? Und hoch. Schneller. Oh Gott, also es ist unfassbar. So, der Gletscher schmilzt, da wir uns befinden. Bedeutet, wenn wir gleich rauskommen, gibt es da wahrscheinlich große Wassermengen. Ah, sehr gut, da ist der Ausgang. Alles im grünen Bereich. Speichern. Raus, 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 raus. Gletscherspalte. Ja, durch die Gletscherspalte komme ich raus. Ja, leider habe ich nicht alles in dem Sterlingsschiff untersucht. Also ich habe vieles untersucht, muss ich sagen. Aber nicht alles. Ich hoffe, ich habe dann nichts Krasses verpasst. Aber es ist halt, wie gesagt, das Schiff war riesig, ja. Also um den voll zu untersuchen, brauchte man halt... Oh Gott, Mann, wie stark sind denn diese Spinnen bitte? Alles hier, alles will mich töten. So, Schattenzunge. Ja, friss das und lass mich in Ruhe. Hier waren schon einige Menschen anscheinend den Spinnen begegnet. Stechpalme. So, und Frachträume, Meister. Da ziehen wir unser Ring an. Hier, mächtiger Gauner, so.
Ach so, ich habe die Schlüssel von den ganzen Räumen. Das ist echt angenehm. So, wie man sieht, bin ich hier bereits rumgelaufen, ja. Alles durchgesucht. Einmal speichern wieder. Nordwindgebirge. Das ist also der Ausgang. Aber Moment, Moment. Ah, Gletscherspalte. Das heißt, das ist schon der Ausgang? So, ja, ja, ja. Der Gletscher schmilzt, aber hier draußen sieht es erstmal gut aus. Das heißt, diese ganze Ruine hier werden wir noch untersuchen können. Und die heißt Agnod. Ein abgestürzter Sternenschiff. So, unsere Aufgabe lautet jetzt, aus dem Generatorraum entkommen und die Reihe über Patiras Verrat informieren. So, das bedeutet zurück nach Ark. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei Jerai. Bis dann. Ark, Adelsviertel, Jerais Haus. Diese Szene muss ich jetzt leider zum zweiten Mal aufnehmen, denn es sind Probleme beim ersten Mal aufgetreten. Also werde ich leider nicht mehr so überrascht sein, will trotzdem diese Szene nochmal aufnehmen, denn sie war sehr gut. Also das Ende der Quest war sehr gut gemacht und ja, wer das nicht gesehen hat, wäre schade, wäre schade. So, also wir sollen Jerai von allem berichten, was passiert ist, von dem Verrat seiner Schülerin. Genau das wollen wir machen und der ist, wie wir sehen, in seiner Werkstatt. Rein da. Ich bitte dich, Patira! Das ist doch Wahnsinn! Du hast keine Ahnung, was du da tust! Ja, ja, ja. Oh doch, glaubt mir, mehr als ihr es jemals hattet. Ihr seid lächerlich, ihr... Ach, großartig. Und sie hat mich entdeckt. Oma sicher hätte gehen sollen. Aber so bist du eben, Patira. Immer schon einen Ticken zu weich. Ihr! Bei den Urvätern, helft mir! Patira, sie... Ich werde ihr helfen. Ihr müsst sie aufhalten. Ich glaube, darauf ist er schon selbst gekommen. Dann wollen wir doch mal sehen, was dieses Ding auf dem Kasten hat. Wollen wir mal sehen. Boom. 2, 3. Oh Gott. 4. Oh, also der Dampf macht Schaden. Das darf ich nicht zulassen. Aber ansonsten hält sie nicht viel aus. Also, vielleicht Schattenzungenöl nochmal an den Arsch geworfen. Ja, das war's dann mit unserer Patira. Horst Patira, so. Was hast du uns zu dem, was gerade geschehen ist, zu sagen? Und zugeschraubt. Das war doch wirklich unnötig. Warum hat sie das getan? Ich verstehe es nicht. Sie meinte, ihr würde das Potenzial dieser Maschine nicht vollends ausnutzen. Ihm von den Geschehnissen erzählen. Was ist mit Patira? Ist sie tot? Tot? Nein, aber inaktiv. Ihr Bewusstsein befindet sich noch in Horsts Kern, seiner Seele, wenn ihr so wollt. Sie hat es getan. Sie hat sich mit ihm verbunden. Arme Narrin. Gut, dann erzähle ich Ihnen mal von allem, was Unser geschehen Volk ist. Zu alter Größe zurückführen? Bei den Sternen, wie idiotisch kann man sein? Wir sind Sternlinge, verflucht, keine verdammten Imperialisten. Wir leben, um zu forschen und um die Prophezeiung zu erfüllen, nicht um... Seht ihr, das ist, was passiert, wenn jugendlicher Eifer auf mächtige Technologie trifft. Sie war schon immer bissig, aber das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Naja... Jetzt muss ich erstmal Horst wieder auseinanderbauen, um an seinen Bewusstseinskern zu kommen. Dann überlege ich mir, was wir aus ihr machen. Vielleicht lassen wir das mit dem Rücktransfer in ihren Körper gleich sein. Ich wollte schon immer einen sprechenden Briefbeschwerer. Nur ein Scherz.
Okay, also werdet ihr Patiras Bewusstsein wieder in ihren Körper zurücktransferieren? Natürlich, ich bin ja kein Mörder. Aber wenn es soweit ist, dann nur mit einem Dutzend Gardisten an meiner Seite. Sie kann sich auf ein paar schöne Monde im Gefängnis einstellen. Und dann darf sie sich nach einem neuen Meister umschauen. Aber das ganze Drama mal beiseite gelassen. Dank euch habe ich alles, was ich brauche, um Horst zu vollenden. Und dass der Transfer funktioniert, dass die Apotheose möglich ist, hat Patira ja bewiesen. In dem Sinne, danke für eure Hilfe. Ihr werdet eure Belohnung bekommen. Und Patiras Anteil gleich dazu. Bitte, nehmt diesen Schlüssel. Hinten im Eingangsraum findet ihr eine kleine Schatulle neben dem Kamin. Was da drinnen ist, gehört euch. Danke nochmal. So, Entschuldigung. Schön, an dieser Stelle, dass er sich doch entschieden hat, sie nicht umzubringen, beziehungsweise ihr noch eine Chance zu geben. Die Frage ist natürlich, wo liegt denn zurzeit ihr Körper? Und ansonsten haben wir einen Schlüssel bekommen von der Schatulle, die vorne liegt. Und bei dem ersten Durchgang lag da eine schöne Sache drin. Mal schauen, ob es jetzt dort das gleiche drin liegt. Ansonsten weiß ich nicht. Also Schlüssel. Ja, das ist tatsächlich das gleiche. Also Handschuhe, die ich schon habe, aber die sind ja teuer zum Verkaufen. Handschuhe des Aschenkriegers. Ansonsten fast 800 Groschen und Metallbarren. Gut, also ich finde ein gutes Ende für diese Quest. Unsere Begleiterin bzw. ja, Mittäterin Patira wird nicht getötet zum Glück, denn sie war sympathisch. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.